und seine Arbeitsschwerpunkte sind Medienbildung in der Schule. Ja, Herr Weiß, die neuen Medien sind für die heutige Gesellschaft unabdingbar geworden. Welchen Stellenwert nimmt denn die Medienbildung heutzutage in den Schulen ein? Na, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also das, da gibt es ja regalweise Publikationen darüber mit unterschiedlichen Analysen. Was wir tatsächlich, glaube ich, so in den letzten 10, 20 Jahren beobachten, ist doch eine zunehmende Kontrolle auch von Lerninhalten und Lernmethoden von staatlichen Institutionen. Das heißt, dass im Grunde, was wir beobachten, Freiräume tatsächlich ein bisschen Mangelware werden. Gleichzeitig wachsen natürlich viele junge Lehrer nach, die vielleicht eine Affinität zu Medien haben. Ja. In irgendeiner Form, insbesondere jetzt zu neuen Medien. Ich erlebe das auch bei den Studierenden, da gibt es große Unterschiede. Einzelne, die da sehr experimentierfreudig sind, andere, die dann so fragen, was ist denn ein Browser? Mhm. Und so ist auch das Bild in Schule, ne, dass es einzelne Projekte gibt, aber man kann jetzt, glaube ich, nicht behaupten, dass es da flächendeckende Konzepte gibt, also für die Länder, in einzelnen Ländern mehr, in anderen weniger. Aber erstmal geht viel schulische Medienbildung tatsächlich noch auf das Engagement Einzelner zurück. Ja, und was genau erfahren die Kinder im Unterricht in der Schule zum Thema Medienbildung? Ja, wie gesagt, das ist ja sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Also da entscheidend finde ich tatsächlich das Stichwort der Erfahrung. Das heißt, gelingt es in Schule, Medien als Möglichkeitsräume erfahrbar zu machen. Ja. Ja, also und da sehe ich tatsächlich die Angebote im Vordergrund, in denen Medien gestaltet werden, in denen kritisch aktiv mit Medien umgegangen wird. Ja. Was wir heute häufig sehen, was man kritisch diskutieren kann, sind solche ein bisschen angstbesetzten Zugänge. Also dass zum Beispiel Facebook, was ja für viele Schüler heute und aber auch Studenten heute eine sehr wichtige Ressource ist, um Kontakte aufzubauen, Kontakte zu pflegen, Identität, mit Identität zu spielen und so weiter, dieser ganze Bereich, dass das in Schule so ein bisschen reduziert wird auf das Datenmonster Facebook. Man muss Facebook und auch andere Social-Media-Angebote auf jeden Fall kritisch diskutieren. Ich kann von mir selber sagen, ich bin gar nicht so ein Fan von Facebook. Ich habe da einfach nicht so einen Spaß dran, aber das ist meine Privatsache dann. Aber Lehrer versuchen da tatsächlich in erster Linie über Gefahren aufzuklären. Und manchmal hat man so ein Bild, dass es vielen Lehrern doch am liebsten wäre, wenn die Kinder einfach die Finger davon ließen. Das ist jetzt sehr verallgemeinernd. Ja, mir wäre es lieb, wenn also sozusagen der Umgang mit Social Media in der Schule tatsächlich eher aktiv gestaltet würde, wie das zum Beispiel über so Plattformen wie Mixed möglich ist, wo man also eigene Communities entwickeln kann, wo Schüler selbst in Verhandlung treten können darüber, wie sie Kommunikation gestalten wollen, was ihnen wichtig ist, so in die Richtung, dass wir es tatsächlich erfahrbar machen. Welche Ziele könnten noch verfolgt werden zukünftig im Bereich der Medienbildung? Außer, dass man eben Social Web, was Sie jetzt angesprochen haben, voranbringt. Mhm. Was vielleicht für Kompetenzen, was spielen die für eine Rolle, was sollte man weiter vorantreiben? Also entscheidend finde ich, dass wir ja eigentlich eine Veränderung haben in Wissensbezügen. Das heißt, ne, da wo wir früher noch eine große Betonung auf Verfügungswissen hatten, also Wissen 333 ist das Keilerei, also historisches Wissen, was wichtig ist, ja, aber wo wir abprüfbares Wissen in den Mittelpunkt gestellt haben. Und das spielt heute in Schule immer noch eine nicht unerhebliche Rolle. Was man heute so sieht, ist, dass die Bedeutung von Orientierungswissen deutlich zugenommen hat. Also Möglichkeiten, sich im Web selbst kompetent tatsächlich auch zu bewegen. Ja. Gefahr zu erkennen einerseits, ist unbedingt wichtig, aber eben vor allem Möglichkeiten zu suchen. Eben auch Medien für eine Selbstwahrnehmung als handelndes Subjekt in einer sich bewegenden Gesellschaft auch dann in den Mittelpunkt zu stellen. Da sind wir schon gerade beim nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte. Sind denn Jugendliche oder Kinder schon so weit, dass sie halt medienkritisch reflektieren können? Oder besteht da noch dringender Förderbedarf? Was meinen Sie? Naja, das ist ja unterschiedlich. Also
Also erstmal glaube ich, dass Kinder häufig nicht so doof sind, wie sie vielleicht dargestellt werden in Bezug auf Gefahren. Also ja. Ne, wenn wir zum Beispiel an die Sendung mit Stefanie zu Guttenberg, das ist jetzt passé, ja, aber da wurden sozusagen ein Bild gezeichnet, dass eine 13-Jährige sich dann sofort auch mit einem Unbekannten trifft und das ist dann die große Gefahr des Internet. Also ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht ganz überzeugt von diesem Konzept des Digital Native, der also in die neuen Medien selbstverständlich hineingeboren wird, der sich spielerisch in diesen Welten bewegt und so weiter. Also ich glaube, dass Schule sehr, sehr wichtige Anreize schaffen kann, Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und damit eben auch kritisch zu sehen. Ja, ich hatte auch von Ihnen gelesen, dass Schule als Partizipationskatalysator bezeichnet werden kann. Mhm. Was ist denn damit gemeint? Ja, das ist jetzt so ein, natürlich so ein Auszug, da müsste ich was weiter ausholen. Entscheidend ist, dass also Partizipation und die Förderung von Partizipation ja erstmal nur auf Umwegen ein curriculares Element ist in Schule. Das heißt, es gibt kein Schulfach Partizipation oder so, aber Schule verfügt über ein paar Strukturmerkmale, die im Grunde Partizipation begünstigen. Also Schule erreicht viele Schüler, also erreicht bestenfalls eigentlich alle. und erreicht, naja, egal. Ist Schule erstmal relativ arm an ideologischen Bezügen. Das heißt, während in politischen Jugendorganisationen, in Kirche, in Schützenvereinen zum Beispiel auch, da gibt es immer eine relative Ideologienähe. Der Punkt ist, dass diese Organisationen ja auch Bewegungen freisetzen, die Merkmale von politischer Partizipation haben. Ja. Aber Schule hat eben den Vorteil, dass sie keine ökonomischen Interessen hat, dass sie nicht so stark ideologisch vorgeprägt ist. Also Leistungsprinzip ist vielleicht auch eine Ideologie, kann man darüber streiten. Aber das im Grunde auch keine ökonomischen Interessen. Und wir können in Schule, wenn wir die Freiräume schaffen, aber das ist ja genau das Problem, was ich eingangs schon beschrieben habe, wenn wir die Freiräume schaffen, dann kann Schule sich auf den Prozess von auf Prozesse der Partizipation konzentrieren. Und zwar, indem wir sozusagen den Schüler mit seinen Entwicklungswünschen, Entwicklungsbedarfen, Identitätsarbeit und so weiter in den Mittelpunkt stellen. Also da wieder auch, dass wir bei Facebook eher das Potenzial der Identitätsarbeit sehen, anstatt die Gefahr Verrohung, Cybermobbing, was da eben alles so an Stichworten im Raum steht. Genau. Sie hatten eben schon angesprochen, dass vor allen Dingen Freiräume ein wichtiger Stichpunkt sind in der Medienbildung. Mhm. Wie sollte man eine Medienbildung zukünftig gestalten oder wie lassen sich diese Freiräume vielleicht bestreiten? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also erstmal das Thema Freiräume. Ich glaube, wir haben ein hohes Maß an, wenn man mit Lehrern über das Thema Partizipation und Freiräume spricht, dann kommt sehr häufig die ablehnende Antwort, das können wir nicht machen, wir haben Lernstandserhebungen, wir haben PISA-Studien, die anstehen, wir haben Klassenarbeiten und so weiter. Meine Beobachtung geht aber in die Richtung, dass es deutlich mehr Möglichkeiten gibt, Freiräume zu erschließen, als es derzeit getan wird. Ein Beispiel ist, dass es in Nordrhein-Westfalen auch in Hauptfächern möglich ist, im Halbjahr eine Klassenarbeit zu ersetzen durch ein Projekt. Ah ja, okay. Ja, und ich habe da jetzt keine empirischen Daten zu, aber meine vorwissenschaftliche Beobachtung ist, dass das eigentlich deutlich weniger gemacht wird, es wird relativ wenig umgesetzt. Ja, da müssten vielleicht Lehrer auch einfach deutlich mehr darauf hingewiesen werden, dass es solche Freiräume gibt, die man dann eben mit Szenarien füllen kann, die so Merkmale von Ergebnisoffenheit tragen,
und eben ja, die so ein bisschen den Prozess in den Mittelpunkt stellen. Wobei dann die Lehrer, denke ich mal, auch besser aufgeklärt sein müssten über das ganze Thema. Sicherlich. Was sicherlich auch noch zukünftig passieren muss. Ja. Ja, Herr Weiß, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bei Ihnen für das Interview. Danke Ihnen. Ja, und wir machen gleich weiter mit Herrn Scholz, dem Netzaktivisten. Darum bleiben Sie dran. Bis gleich.